Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin der Thomas, das ist der Delil, das ist der Klaus und dort hinten im Publikum sitzt noch die Birgit und hier vorne sitzt die Helene und das sind so die Menschen, die hier im letzten Jahr versucht haben, diese Veranstaltung zu ermöglichen und ich bin froh, dass wir es geschafft haben und ich bin froh, dass wir so viele Leute hier haben für einen wunderbaren Abend. DevSlam ist das Thema und das letzte Stück, das wir gerade gehört haben, war die Christine Schörkuber, die mit mir gemeinsam vor 4 Wochen in Röske an der ungarischen Grenze war und das Lied hat als Refrain den Text zeigen, was geht, mehr geht leider nicht. Aber weniger schon gar nicht. Das ist für mich ein Sinnbild für unsere Gesellschaft, dass wir aufstehen müssen und uns um die Lösung der Probleme kümmern müssen, die uns leider gefährden. Und eines der Themen, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen wollen, ist das Thema Umweltverbrechen. Ich spreche nicht von Kleinigkeiten, ich spreche von Großigkeiten. Ja. Viele von euch kennen den Plastikstrudel, der die Größe von Frankreich hat und wir von 100.000 Tonnen Plastikmüll sprechen. Ich spreche von Fukushima, ich spreche von allen anderen Atomkraftwerksunfällen, wo uns immer versichert wird, Atomkraft ist sicher. Ich spreche von Ölpest, ich spreche von all diesen großen Umweltverbrechen, die tagtäglich in vielen Ländern passieren. Und die Frage ist, wie gehen wir als Gesellschaft und als Menschen damit um. Und wir haben heute 8 bewundernswerte Menschen hier, die uns ihre Eindrücke dazu geben, ihre Meinung dazu, ihre Bilder dazu vermitteln werden. Das Schöne am DevSlam ist, es sind nicht nur sprachliche Beiträge, sondern bewusst auch gebärdensprachliche Teilnehmerinnen dabei, weil dieses Thema, so wie es die Nada, eine gute Freundin, gesagt hat, eben kein Thema ist, das jetzt zwischen Hörenden und Nichthörenden unterscheidet. Die Zerstörung unseres Planeten geht uns alle an. Ich hoffe, dass wir alle gemeinsam heute darüber ein bisschen philosophieren, emotionalisieren und am Ende des Abends ein bisschen klüger daraus gehen.